Schätzelein. Das bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Hallo, Mäuschen. Und jetzt hier wieder du. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei Kamikaze auf Biber. Und sei. Ja. Und ich muss sagen, ich muss mich bedanken bei meinem großartigen Publikum dafür, dass es mir über all die Jahre die Treue gehalten hat. Toll, wunderbar und schön. Und schauen wir uns mal in diesem Studio. Bis auf mein kleines Kätzlein, das ich ja persönlich mit der Hand großgezogen habe. Oder sie zieht mich jeden Abend mit der Hand groß. Ich weiß gar nicht genau, wie es sich verhält, aber irgendwas mit der Hand ist immer dabei auch. Ja? Bis also auf dieses kleine Kätzlein ist all das hier von meinen lieben Zuschauern eingeschickt worden. Dafür erstmal ein ganz großes Fickt euch selbst in Arsch. Dankeschön, meine ich. Das Tourette-Syndrom. Langsam habe ich es im Griff, aber eben noch sehr langsam. Und heute haben wir einen tollen Gast hier. Wenn wir auch nicht Brüder im Geiste sind, dann doch im Fleische. Hier ist heute ist hier Martin Semmelrogge. Martin, eine Übung. Semmelrogge. Genau, und wird hier auch heute weltexklusiv, glaube ich, ne? Nicke gerade seinem 18-köpfigen Managerstab zu, heute weltexklusiv das erste Mal seinen Hit hier präsentieren. Seinen Upcoming Hit. Ist ein Song, also der ist noch unsigned, oder? Kann man sagen, ja? Also ein Song, der noch Plattenfirmen aufgepasst. Aufgemerkt. Martin Semmelrogge wird heute hier einen Song performen und die Plattenfirma, die sich also am ehesten erkenntlich zeigt, Wertmarken für einen Puff. Aktien, gerne auch Bargeld und das Ganze natürlich immer netto und steuerfrei, also Steuern schon bezahlt natürlich. Die wird dann von Martin einfach den Zuschlag bekommen. Was er sagen wollte damit ist, glaube ich, was ich sagen möchte, ist, die ihm am sympathischsten ist und den Künstler dahinter am besten vertritt, die könnte eventuell den Zuschlag bekommen, ne? Ja, sehe ich richtig, da der Beraterstab nickt. Haben wir ein Video eigentlich heute? Haben wir Free Internet? Ein Buchtipp? Eine Spitzensendung? Pickepacke voll, heute geht's ab. Ja, ich würde sagen, wir tanzen einfach mal eine Runde.